Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Es kommt die Impfung der Herrlichkeit. Ein Quotenakt der Quotenakte. Ein Heiland aller Welt zugleich. Der Heil und Leben mit sich zwingt, deshalb gehorcht, mit Freude singt. Gelobt sei mein Gott, mein Schöpfer, mein Reich im Staat. So ist es in der Tat. Wie das Amen in der Kirche. Wunderschön, oder? Man soll sich ja bekanntlich nicht zu ernst nehmen. Und es passt ja auch thematisch ganz gut, denn die Art und Weise, wie man inzwischen über Impfung und Corona diskutiert, ist ja schon quasi religiös, so dogmatisch belastet, wie es ist. Es gibt die Guten, die Geimpften, und die Bösen, die Ungeimpften, in diesem Epos über unsere aktuelle Zeitgeschichte. Bevor ich allerdings zur Hauptthematik dieses Videos komme, möchte ich einen kurzen Recap vornehmen mit Bezug zu meinem vergangenen Video. Da gibt es nämlich zwei schöne Punkte, über die ich gesprochen habe. Erinnert ihr euch? Da ging es um die Impfung. Und wie man damals noch versucht hat, den Leuten zu suggerieren, ja, ihr lasst euch einmal impfen und dann kommt noch eine zweite Impfung, dann seid ihr vollständig geimpft und die Sache hat sich erledigt. Und dann ist das alles ganz toll. Und inzwischen wissen wir, so wie ich es ja auch schon gesagt habe, wie ich es schon damals wusste, so ist das nicht. Nein, nein. Dann kommt die Booster-Scheiße und erst mit der Booster-Impfung hätte man denn jetzt wieder vollständigen Impfschutz. Und inzwischen sind sie schon teils so weit, dass sie sagen, ja, alle halbe Jahre auffrischen. Ansonsten kann man sich effektiv wieder als Ungeimpfter verstehen lassen. Das klingt schon mal ein bisschen anders als das, was man da damals so erzählt hat. Das klingt deutlich mehr nach dem, was ich gesagt habe in Bezug auf, ja, und dann kommt wieder eine Impfung und wieder eine Impfung und wieder eine Impfung. Ist wohl doch nicht so die Endlösung in der Corona-Frage mit dem Impfen, oder wie darf ich das verstehen? Die großartige Formulierung sei mir an dieser Stelle verziehen, sie passt einfach zu gut, um den Wahnsinn dieses Schwachsinns verbal zu veranschaulichen. Auch bei dem 2G-Diskriminierungsthema habe ich viel kritisiert, vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, die Geimpften so krass bevorzugt zu behandeln. Was hat sich inzwischen herausgestellt? Auch da hatte ich recht, denn im Rahmen diverser 2G-Veranstaltungen ist es nun mal evident, dass Geimpfte in der Lage sind, infektiös zu sein und darüber hinaus andere Geimpfte anzustecken, die dann tatsächlich symptomatisch krank werden, weil die Impfung nicht sicher schützt. Dass man die also vollkommen uneingeschränkt wieder aufeinander losgelassen hat, ist Schwachsinn. Vor allem unter dem Kontext, dass man dabei die, die nachweislich die Krankheit nicht haben, die negativ Getesteten, auch noch wegdiskriminiert hat und so die Gesellschaft nachhaltig gespalten hat und Feindlinien zwischen Geimpften und Ungeimpften geschaffen hat. Wisst ihr, wie man sowas nennt? Politisches Versagen, aber richtig hartes politisches Versagen. Auf einer sehr grundlegenden, logischen Ebene wird hier politisch versagt von den politischen Versagern. Und diese grundlegende Ebene ist simpel als eine Sache zu benennen. Man hat dort 2G. Die Ungeimpften sind gar nicht dabei. Und die Geimpften stecken andere Geimpfte an. Sind jetzt die Ungeimpften das Problem oder die Geimpften? Ich frage euch, wenn bei 2G die Ungeimpften nicht dabei sind, wie können dann die Ungeimpften das Problem sein? Und was ist die Lösung, die unsere Politik für dieses Problem präsentiert? Impfpflicht. Mehr impfen. Denn da geht der politische Kurs hin. Wir haben also ein Problem, das sich bei 80% Impfquote und unter den Geimpften exklusiv nicht lösen ließ und probieren es mit noch mehr Impfen zu lösen. Muss ich da wirklich ein Video zu machen? Muss ich euch das wirklich erklären, dass das so mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren wird, weil man an den eigentlichen Problemen vorbei die Politik betreibt? Ja, offensichtlich muss ich das,
weil genau dieses Thema leider nicht so behandelt wird, wie es nötig wäre, dass man es behandelt. Unter anderem, weil der politisch-mediale Mainstream ausreichend Einfluss hat, um dieses Thema eben genau so nicht behandeln zu lassen. Denn sonst würde man ja wieder merken, was für politische Versager da in ihren Ämtern unterwegs sind. Die Sache ist eigentlich sogar ziemlich offensichtlich. Es gibt Papiere, da steht drin, dass sie ihre Impfkampagnen auf die sozialen Medien ausweiten müssen. Ja, was heißt denn das unterm Strich, ihre Impfkampagnen auf soziale Medien ausweiten? Das bedeutet, dass die YouTuber einkaufen gehen, unter anderem, und dass diese YouTuber euch dann die Impfpropaganda vorerzählen. Wie kleine Sprechpuppen des politisch-medialen Mainstreams keuen die euch den Scheiß wieder, den ihr in den normalen Medien eigentlich so auch schon hören würdet. Nur, die werden ja von der jungen Generation nicht mehr in dem Maße konsumiert wie von der alten Generation. Und um die junge Generation zu erreichen, muss man denn halt YouTuber einkaufen. Und dann stehen die da und machen ihr Video und würgen den Scheiß wieder hoch wie eine Kuh auf der Wiese, die Nahrung wieder hochwirkt und kauen sie nochmal durch. Und dabei kommt dann richtig schlimmer verbaler Dünnschiss bei rum. Und zwar so Sachen wie, ja, die Impfung sei doch der beste Käse, denn die Impfung hat doch am wenigsten Löcher. Und außerdem hält sie auch länger. Hartkäse quasi, denn der ist dafür bekannt, dass er lange hält und wenig Löcher hat. Und somit soll man sich doch bitte impfen lassen. In Nichtbehinderten-Speak übersetzt, die Impfung sei das beste Mittel zur Bekämpfung des Virus, weil man mit ihr die höchste Wahrscheinlichkeit hat, dass die Impfung als eine Maßnahme auch tatsächlich etwas bringt und man damit wohl am meisten die Ausbreitung des Virus einschränken könne. Darin, du musst jetzt ganz stark sein, denn so ist es gar nicht. Tut mir ja auch leid, dass ich dir das sagen muss. Aber offensichtlich, wenn wir jetzt aktuell eine größere pandemische Welle haben, als am Anfang, als es noch keinen Impfstoff gab, ist die Impfung offensichtlich nicht der beste Käse. Sie ist höchstens ziemlich Käse. Insoweit, dass die Impfung nicht sonderlich gut funktioniert, wie wir ja schon erfahren haben. Denn sonst hätten wir bei 80% nicht so eine große Welle. Man kann dieses Problem also offensichtlich nicht mit der Impfung lösen. Man könnte es wohl mit harten Lockdowns lösen. Das wäre dann sozusagen der Hartkäse. Je länger der Lockdown hält, desto besser wirkt nämlich der Lockdown. Aber ich bin kein Freund vom Lockdown. Ich finde den Lockdown auch nicht gut, denn der Lockdown hat sowohl große finanzielle Kosten für alle Beteiligten, als auch große humane Kosten dadurch, dass man die Menschen dem Stress des Lockdowns aussetzt. Das ist nicht gut, deswegen möchte man keinen Lockdown anwenden. Und machen wir uns da nichts vor, die humanen Kosten sind nicht der große Faktor, der unsere Politik davon abhält, denn auch eine Impfpflicht hat große humane Kosten. Aber das nur so am Rande. Der große Faktor ist das Geld, denn das trifft, wie ich es ja auch schon erwähnt habe, alle, aber es trifft nicht alle gleich. Die, die am härtesten bluten, sind logischerweise die Unternehmen. Und damit unter die großen Unternehmen noch mal mehr, weil die auf die groß angelegte Produktion zum Teil angewiesen sind. Ich sage zum Teil, weil es ja auch im Moment Rohstoffknappheiten gibt und da manche eh schon eingeschränkt sind. Aber es würde unterm Strich auf jeden Fall sich wirtschaftlich erheblich auswirken, wenn man einen umfassenden Lockdown durchführen würde. Und man müsste einen umfassenden Lockdown durchführen, damit das wirklich etwas bringt. Denn ein kleiner Lockdown, so wie ein Lockdown der Ungeimpften, würde da leider reichlich wenig bewerkstelligen, um das Virus in Deutschland so gut wie komplett loszuwerden. Das klappt einfach nicht, indem man nicht einen umfassenden Lockdown durchführt. Aber, wie gesagt, beim umfassenden Lockdown, Bruttoinlandsprodukt sinkt, die Aktien an der Börse, der DAX, das sieht alles richtig scheiße aus, wenn das stattfindet. Und genau deswegen wird das nicht stattfinden, denn wir wissen alle, bei uns in der Politik ist das Geld mehr wert als die Menschen. Fragt, was dieses Kalkül anbelangt, mal die ganzen gekauften YouTuber. Die können bestimmt wunderbar relaten, wenn die Staatsgelder winken und sich die Frage stellt, ob man nun die Staatspropaganda auf dem eigenen Kanal präsentiert oder ob man lieber gegenüber der eigenen Community die eigene Integrität wahrt. Ich meine, gut, vielleicht haben die da auch gar keinen Integritätskonflikt. Es könnte ja schließlich sein, dass sie wirklich tatsächlich 100% hinter dem stehen, was sie da so erzählen. Aber dann müssten sie halt schon echt phänomenal dämlich sein. Denn jeder merkt eigentlich, dass wenn man so einen komplexen Sachverhalt so simpel runterbricht, wie impfen ist gut, lass dich impfen, dann wird alles gut. Wir besiegen Corona zusammen. Es geht zwar nicht weg, aber wir besiegen das, ganz bestimmt.
dass das offensichtlich Propaganda sein muss und dass es dabei nicht darum geht, irgendwelche tatsächlich sinnvollen Dinge der Community zu präsentieren oder allgemein zu präsentieren, denn es beschränkt sich ja nicht auf YouTube, dass diese Impfpropaganda propagiert wird. Ein simpler Gedanke an dieser Stelle, um meine Argumentation inhaltlich fortzuführen: Es ist ja auch überhaupt kein deutsches Problem mit Corona, es ist ein globales Problem. Wieso denkt man dann jetzt, dass man dieses nicht länderspezifische Problem mit einer länderspezifischen Impfpflicht lösen könnte? Da merkt man doch, dass das Problem viel komplexer ist. Das muss doch jeder merken. So ignorant kann man doch gar nicht sein. Selbst wenn man jetzt annimmt, dass es mit der Impfung 100% klappt, Wunschvorstellung, Traumwelt, ja? Aber angenommen, es ist so, dann verbreitet sich Corona außerhalb von Deutschland doch trotzdem noch weiter und dann bekommen wir neue Varianten, so wie jetzt mit Omikron aus Afrika, die sich stärker verbreiten, die folglich auch schnell sich bei uns ausbreiten werden im Laufe der Zeit, so wie es bei Delta auch schon war, und die zum Teil sogar resistent gegen manche Impfstoffe sind. Also wo die Impfung noch weniger bringt. Und die bringt ohnehin schon nicht so viel, wie ich ja schon ausgeführt habe. Es muss da doch eigentlich jeder merken, dass das mit Corona und Impfen gefühlt ein Struggle ohne Ende ist. So wie mein Fight hier gegen den anderen Heli ein Struggle ohne Ende ist. Aber irgendwann wird es ein Ende geben und das ist auf gewisse Art und Weise bei Corona erst dann erreicht, wenn man es für beendet erklärt. Nur damit man es ruhigen Gewissens für beendet erklären kann, müssen dafür die nötigen Voraussetzungen geschaffen werden. Und wir haben jetzt gesehen, dass man das nachweislich nicht auf der präventiven Schiene hinbekommt, weil die Präventionsmaßnahmen entweder zu kostenspielig oder zu ineffektiv sind. Man muss also umdenken und anfangen, es auf der Behandlungsschiene zu versuchen, auf der Bekämpfung von Corona, wenn man es hat. Viele Leute haben eh einen relativ milden Verlauf, die allermeisten Leute. Es ist eine Ausnahme, dass man einen schweren Verlauf hat und vor allem ist es unter jungen Menschen eine Ausnahme. Und wie ich schon im vorherigen Video gesagt habe, macht es für Risikogruppen und alte Leute, die Teil der Risikogruppe sind, nur mal einfach Sinn, dass die sich impfen lassen, weil sie dadurch einen milderen Verlauf bekommen. Ja, okay. Soweit ist das plausibel, es hört aber dann auf, plausibel zu sein, wenn man jetzt auch noch Menschen, die eh schon höchstwahrscheinlich einen milden Verlauf haben werden, dazu zwingt, sich impfen zu lassen. Denn die haben davon nichts. Die haben davon keinen milderen Verlauf, denn die haben eh schon höchstwahrscheinlich einen milden Verlauf. Und die haben davon auch nicht, dass sie ihre Mitmenschen vielleicht mehr schonen, weil man auch trotz der Impfung immer noch ansteckend sein kann und spätestens nach einer kurzen Zeit wieder ansteckend wird. Wie wir schon gesehen haben, mit dem Versagen der Impfung bei den 2G-Partys und so weiter. Habe ich schon genug darüber gesprochen. Muss ich nicht alles nochmal erwähnen. Ihr erinnert euch, war im selben Video hier. Vor 10 Minuten. Also, was macht man? Ein Restrisiko, dass man einen schweren Verlauf bekommt, hat man immer. Egal zu welcher Gruppe man zählt. Und spätestens, wenn man das verstanden hat, ist doch klar, was man tun muss. Man muss dafür sorgen, dass die schweren Verläufe, die auftreten, einfach nicht so schwer sind. Man muss sich auf die Behandlung konzentrieren, dass die Leute, die krank werden und auch ernster krank werden, nicht sterben. Und wenn man das verbessert, also hinten ansetzt statt vorne bei der Prävention, dann geht das. Dann ist Corona bald kein Thema mehr, wenn man es zuverlässig behandeln kann, soweit, dass man sich keine Gedanken mehr machen muss, ob man das nun kriegt oder nicht. Anstatt dass wir also den gesellschaftlichen Diskurs in so eine produktive Richtung lenken, diskutieren wir, und diskutieren ist ja schon echt ein dehnbarer Begriff, denn mit diskutieren hat das wenig zu tun, wir hier im Extremfall auf der Ebene von Mimimi, du böser Ungeimpfter, wegen dir sterben Menschen. Wie kannst du nur so egoistisch sein und dich nicht impfen lassen? Das geht ja mal gar nicht. Ja, was? So ist es doch. Mit dem armen Fußballspieler da, der sich nicht hat impfen lassen wollen. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, weil ich mich nicht für Fußball interessiere, aber ihr wisst bestimmt, wen ich meine. Ja, ich denke, wir leben in einer freien Gesellschaft mit freien Entscheidungen. Der hat sich halt entschieden, sich nicht impfen lassen zu wollen, aber anstatt, dass diese freie Entscheidung respektiert wird, wird er in den Medien hoch und runter immer wieder durch den Dreck gezogen. Ja, wie frei ist unsere Gesellschaft denn, wenn man sich konstant für seine freien Entscheidungen überall rechtfertigen muss und die in keinster Weise respektiert wird? Offensichtlich nicht sehr frei, hä?
Das wäre mal eine Sache, wo man über egoistisch und Bullshit in unserer Gesellschaft Mi-Mi-Mi machen könnte. Was bei uns in den Medien abläuft. Ob diese Medien wirklich das repräsentieren, was wir als eine Gesellschaft wollen. Zu blöd nur, dass für sehr viele Menschen, vielleicht sogar die meisten, das, was wir als eine Gesellschaft wollen, direkt von dem abhängig gemacht wird, was das Fernsehen sagt, was wir als Gesellschaft wollen, und dann wird sich halt angepasst. Anders ist es ja nicht zu erklären, was wir im Moment hier erleben. Die Leute verzichten auf ihre Individualrechte, sogar auf ein so essentielles wie die Freiheit zur Selbstbestimmung. Und das für eine Corona-Impfpflicht, die unterm Strich, wenn man logisch ein bisschen drüber nachdenkt, nicht sonderlich viel voranbringt. Das erinnert mich an diese Szene in Star Wars, wie die Leute da dann auch sitzen und das abnicken und das ganz toll finden im Moment mit Impfpflicht. Wie sie da in Star Wars sitzen im Senat. So geht die Freiheit zugrunde, mit donnerndem Applaus. Das Gleichnis ist eigentlich sogar richtig gut. Auf gewisse Art und Weise wurden wir alle längst von unseren gewählten politischen Vertretern verraten, denn die stehen nicht für das ein, wofür sie sich wählen lassen. Und jetzt werden wir von oben herab runterregiert, wie die Bürger des Imperiums. Ungefragt, wohlgemerkt. Denn Volksentscheide. Wozu sollte man das Volk direkt über etwas abstimmen lassen, was direkt das Volk, und zwar jeden Einzelnen, betrifft? Wo käme man denn dahin, wenn man das Volk befragen würde? Das wäre ja regelrecht undemokratisch. Aber es ist nicht undemokratisch, oder was, wenn da eine Partei, oder diverse Parteien sogar, vor der Wahl erzählen, nein, Impfpflicht, die wird es nie geben. Die FDP beispielsweise lässt sich für einen freiheitlichen Grundgedanken wählen. Und danach der Wahl schreien sie Impfpflicht. Das ist dann nicht undemokratisch, oder was? Und es tut mir auch ehrlich gesagt leid, dass ich euch, also meinen Zuschauern gegenüber, die FDP gelobt habe. Es ist offensichtlich auch ein verlogener Sauverein. Und man kann einen Scheiß darauf geben, was sie sagen. Und ich kann euch beim besten Willen nicht mehr helfen, wenn ihr noch irgendein Vertrauen in die deutsche Demokratie habt. Es ist einfach am Ende. Man kann es leider nicht anders benennen. Guckt es euch doch an. Um den Reichstag wird ein Burggraben ausgehoben. An dem Gebäude steht dem deutschen Volke dran geschrieben. Weißt du, was sich der Olaf denkt, wenn er da demnächst drin sitzt? Hahaha, die haben das übervergessen, über dem deutschen Volke, denn da bin ich, hahaha. Das sind unsere gewählten Vertreter. Das ist schon leicht scary, oder? Aber genau so wird es ablaufen, wenn der dann demnächst da als Kanzler sitzt und seine Impfpflicht durchbekommen hat. Und das wird er sehr wahrscheinlich. Sagt mal ehrlich, das ist schon so ein bisschen scary, wie die Leute, die am Anfang der Pandemie noch als verrückt bezeichnet wurden, langsam aber sicher immer wieder recht behalten. Ich finde das sehr unangenehm, muss ich euch ehrlich sagen. Aber ich glaube ehrlich gesagt auch, dass die Impfpflicht durchkommen wird. Das Writing ist sozusagen on the wall. Ich habe schon vor über einem Jahr gecallt, dass wir eine Regierung unter grünen Beteiligung kriegen werden, weil einfach da der mediale Kurs hingesteuert wird. Das merkt man, wenn man ein bisschen aufmerksam ist. Und so wird er gerade Richtung Impfpflicht gesteuert. Da geht die Reise hin. Sehr wahrscheinlich. Bleibt die Frage nach dem Warum. Warum wird die Impfpflicht so gepusht? Warum will man die, wenn es doch, wie ich schon erläutert habe, objektiv wenig Sinn macht, dieses Problem mit einer Impfpflicht lösen zu wollen und sie gleichzeitig große humane Kosten aufweist? Schwierige Angelegenheit. Wir können ja leider nicht in die Köpfe derer blicken, die uns über unsere Köpfe hinweg regieren. Auch mit Transparenz ist es da nicht so gut her. Und leider ist es auch nicht möglich, dem, was die sagen, ohne weiteres Glauben zu schenken. Denn aus vergangenen Erfahrungen hat sich halt gezeigt, dass das Wort von denen nicht sonderlich viel wert ist. Man sitzt hier also vor einem Dilemma. Man kann höchstens spekulieren. Etwas, was ich in diesem Moment gerne tue, ist mich zu fragen, wer davon profitiert. Wer profitiert von der Impfpflicht? Es ist die Industrie, die dahinter steht. Denn mit der Impfpflicht kann die Impfindustrie massiv viel Geld verdienen. Das ist völlig logisch und ist besonders dann gut verständlich, wenn man durchschaut, dass eine Impfung, am besten auch noch mehrfach im Jahr, mit der dahinterstehenden Produktionskapazität an Impfdosen für die gesamte Bevölkerung bei einer Impfpflicht, echt ein Milliardengeschäft ist. Und sowas möchte natürlich so eine Industrie durchbekommen, weil die sich damit steinreich verdienen. Da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, vor allem da wir wissen, dass es mit Korruption bei uns in der Politik auch nicht so rosig aussieht, dass da ein Politiker oder einige Politiker vielleicht von denen beeinflusst wurden. Ich sag nicht, dass es so ist, wie gesagt, ist Spekulation,
aber es würde ins Bild passen. Gibt ja gute Videos dazu, dass es mit Korruption bei denen nicht so geil ist. Und gerade auch beim Olaf gibt's da ja so einiges. Der ist also empfänglich dafür. So gesehen ist es recht plausibel. Aber wie gesagt, ist ein schwieriges Thema, ist nur Spekulation. Wir werden es nie sicher wissen. Es scheint auf jeden Fall plausibler als viele andere Erklärungsansätze. Aber ihr müsst euch dahingehend selbst entscheiden, was ihr für wahrscheinlich haltet. Und damit sind wir eigentlich auch schon am Ende des Videos. Es bleibt noch ein inhaltlicher Abschnitt zum Ende und das ist die Frage, was ihr als Individuum aus der Impfpflicht macht, gerade wenn ihr noch nicht geimpft seid. Da will ich noch kurz was zu sagen und dann war es das für heute. Ich sag euch das ganz ehrlich, mein Grundratschlag ist derselbe wie beim letzten Mal. Das ist eine hochindividuelle Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen muss. Lasst euch da von keinem reinreden. Ihr müsst das vor eurem eigenen Gewissen verantworten, also lasst euch zu nichts zwingen. Ich persönlich bin nicht geimpft, ich sehe es auch nicht ein, mich impfen zu lassen, weil ich das für nicht sinnvoll halte, falls es aus dem Video noch nicht hervorgegangen ist. Und auch eine Impfpflicht wird mich nicht dazu nötigen. Ich meine, was wollen sie machen? Mit der Polizei werden sie nicht einmarschieren, diese Blöße werden sie sich nicht geben. Sollen sie mir ein Bußgeld schicken? Und das ist dann der Preis, den ich wohl dafür zahlen muss, meine Individualrechte auch in Zukunft wahrnehmen zu können. Und wenn euch das zu stressig ist, dann macht einen auf. Einfach rein und wieder raus.